Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, endlich mal wieder, einem neuen Review auf dem Kanal. Heute habe ich mal ein absolutes Legenden-Set aus meiner Kindheit mitgebracht, also auf jeden Fall legendär für mich, weil ich damit sehr viel Spielspaß hatte. Und zwar dem Republic oder auch Klon Turbo Tank. Leider habe ich für dieses Set keine Box mehr, deswegen hier mal kurz ein Bild davon. Was ich aber habe, ist noch die Anleitung und zu der kommen wir jetzt. Ja, das erste, was einem bei dieser Anleitung sofort ins Auge springt, ist das wunderschöne Boxart, was hier noch vorne drauf gedruckt worden ist. Bei diesem Turbo Tank kam die Anleitung als ein solides Stück, keine Unterteilungen, ein dickes Heftchen nur. Auf der Rückseite haben wir nochmal das klassische Win. Starten tut ihr die gesamten 217 Bauschritte, übrigens direkt mit Tüte 1, keine Erklärung, was in welchen Tüten ist. Nein, es geht direkt los. Ganz hinten drin ist dann nochmal eine Auflistung aller damaligen Sets. Mir fällt ja gerade auf, das war die Zeit, wo Episode 7 richtig im Hype war. Hier drüben haben wir dann nochmal die Aufzählung aller Figuren. Ich finde es immer cool, wenn man hinten in der Anleitung jetzt so Sets hat und dann auch die Figuren dazu. Schade, dass das heute nicht mehr in diesem Ausmaß ist. Eine Seite weiter vor haben wir auch nochmal Werbung für die Force Builder App. Ich habe das Gefühl, Lego hat sehr, sehr viele Apps, die alle irgendwie unnütz sind. Eine Seite weiter haben wir nochmal alle schönen Spielfeatures des Klon Turbo Tanks hinten aufgelistet. Ja, dann nochmal hier die Teilauflistung auf zwei Seiten. Und wenn es aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Ich denke, den Aufbau habe ich mit Bravour gemeistert und nicht nur den Tank, sondern auch die Figuren. Zu denen kommen wir nämlich jetzt. Da hätten wir als allererstes mal die B1 Kampfdruiden. Ich glaube, zu denen brauche ich absolut nichts sagen. Ihr habt die schon alle gesehen. Ihr habt die wahrscheinlich alle auch in eurer Sammlung. Einzige Besonderheit bei denen ist, dass die hier den ganz normalen schwarzen Blaster haben und nicht den Metallic matten Blaster. Unser erster Klon in diesem Set ist hier dieser Kashyyyk Scout Trooper. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsklone der gesamten Sammlung. Deutlich wird es vor allem bei dem ganzen Tarnmuster, was man hier auf dem Oberkörper sehr gut sehen kann. Und auch auf dem Helm ist es draufgedruckt worden. Dieser Helmmold kam zusammen mit diesem Trooper übrigens exakt auch in dem Kashyyyk Trooper Battlepack raus und da ist der einzige Unterschied, dass der in dem Battlepack einen Satzschutter hat und dieser hat einen normalen Blaster. Meckern auf hohem Niveau wäre bei dieser Figur nur, dass die Taschen hier hinten auch noch hinten auf die Beine hinten bedruckt werden sollen. Aber man kann ja nicht alles haben und ganz ehrlich, ich bin mit diesem Klon super zufrieden und hätte auch nichts gegen ein aktuelles Battlepack mit diesen Troopers einzuwenden. Machen wir weiter mit unserem Commander Gree in Phase 2. Rechts hat er einen Blaster und links hat er einen Fernblaster dabei. Absolutes Highlight für mich hier ist auf jeden Fall der Helm in Kombination mit diesem wunderschönen Torsodruck. Da ist echt jedes kleinste Detail vom echten Commander Gree raufgeprintet worden. Und das spiegelt sich auch im Rücken wieder. Schade finde ich, dass Commander Gree in Phase 2 das Standard-Engel-Clone-Face hat. Ist aber für mich in diesem Fall absolut kein Punkt, diese Figur nicht zu mögen. Ich liebe diese Figur. Ich bin sehr froh, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Und vom Preis her finde ich sie echt underrated. Unser erster Jedi in diesem Set ist Quinlan Vos. Hier mit einem noch nicht milchigen grünen Lichtschwert und einem wirklich netten Torsodruck. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Die Rückenbedruckung ist durch das Haar nicht so gut zu erkennen. Dieses können wir übrigens auch abmachen und dann das Wendegesicht begutachten. Es ist auch tatsächlich die einzige Quinlan Vos Minifigur, die in filmischer Ausführung in diesem Klon Turbo Tank herausgekommen ist. Quinlan Vos gab es nochmal von Lego als Klon Wars Ausführung und deswegen fand ich auch schon damals die Wahl dieser Minifigur für dieses Set ein wenig seltsam, aber na gut, wir haben sie bekommen. Ich meine, hey, ich beschwere mich da eher weniger. Den Abschluss hier bildet Luminara und Dully. In diesem Klon Turbo Tank ist das übrigens die zweite filmische Auflage von Luminara und Dully. Schön hier, noch nicht mit einem milchig-grünen Lichtschwert. Einen wirklich schönen, schönen Torsodruck, der mit dem Gewand super hier über die Beine übergeht. Auf dem Rücken hat sie ein richtig, richtig cooles Spongy Cape. Und auch sie verfügt über ein Wendegesicht. Oh, da schaut sie aber echt grimmig. Heilige Scheiße. So würde ich auch gucken, wenn ich die Order 66 nicht überlebt hätte. Hier nochmal schnell der Rückendruck. Nichts Besonderes. Kommen wir nun endlich zum Klon Turbo Tank. Dieser kam in einem Jahr raus, wo ich absolut nicht mit einem Klon Turbo Tank gerechnet hätte. Ja, damit sich dieser Klon Turbo Tank auch fortbewegen kann, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Räder an der Zahl. Diese Räder sind nicht irgendwie nochmal mit Gummi beschichtet worden. Das sind alles Kunststoffteile. Positiv kann ich aber diesem Klon Turbo Tank anrechnen, dass alle Räder rollen und das auch auf glattem Untergrund. Damit wir mit diesem Klon Turbo Tank auch Kurven fahren können, lässt dieser sich nach links und rechts biegen. Dafür verantwortlich ist die Achsenanordnung hier unten. Es ist ein sehr, sehr simples Konstrukt und damit der Klon Turbo Tank nicht in dieser Position verharrt, wenn ich loslasse, gibt es jeweils links und rechts an der mittleren Achse diese Feder, die dafür sorgt, dass dieser Klon Turbo Tank sich wieder
aufrichtet. Wunderbar, cooles Spielfeature, nicht wahr? Begeben wir uns mal an den Arsch des Klon-Turbo-Tanks. Hier befindet sich ganz oben dieser kleine Turret. Den könnt ihr einmal um 360 Grad drehen. Bei mir ist es schon ein bisschen eingestaubt, deswegen hört es sich aktuell so ein bisschen quietschig an. Oben drauf zwei Start-Shooter, das können wir leider nicht in der Höhe verstellen, ohne gleich den Deckel hier aufzumachen. Zur Demonstration schieße ich mal einen ab. Wunderbar. Oh, ich habe ihn direkt wieder gefunden. Das ist mal was Neues. Und ich habe das ja schon vorweggenommen. Ja, wir können es hier aufmachen. Wir können das hier runterklappen. Und dann haben wir dort eine Kaffeetasse. Das habe ich mir mal gewünscht. Nein, Spaß beiseite. Wir haben da eine Sitzfläche, wo wir zum Beispiel unseren Kashyyyk Scout Trooper hineinsetzen können. So, Klappe zu, dann sitzt er drinne. Perfekt. Machen wir weiter mit unserer Mittelsektion des Klon Turbo Tanks. Hier finde ich die Details sehr, sehr schön ausgearbeitet. Und ob man es glaubt oder nicht, das sind Klappen, die man hier aufmachen kann. Ja, unglaublich. Und da drinne können wir eine Kiste finden. Hier links wäre noch theoretisch Platz für ein, zwei Blaster. Diese Kiste können wir selbstverständlich rausnehmen und da drin haben wir einen Thermaldetonator und noch einmal ein bisschen Ersatzmunition für die Stud-Shooter. Ganz wichtig, hier ist ein schwarzer Deckel, gewöhnlich noch dazu. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Fahren wir den mal weiter nach hinten zur Hauptsektion. Und eins kann ich euch sagen, wenn man mit diesem Ding mal gespielt hat und es anheben wollte, ja, ich weiß, regulär gibt es an diesem Klon-Turbo-Tank einen Henkel dafür. Das war jetzt ungeplant. Aber man greift den doch auch mal so. Und da haben wir hier an beiden Seiten ist es wirklich furchtbar. Erst einmal diese komischen Teile hier, ich glaube, das sollen so Raketenwerfer darstellen, die sind einfach nur, ja, so draufgesteckt. Da ist kein Pin, der das sichert. Und das ist wirklich krampfhaft, die immer wieder ranzumachen. So, ich krieg's ja jetzt noch nicht mal vernünftig hin. Und nicht nur das, man ist auch mal ganz gerne hier gegen gekommen. Die befinden sich links und rechts jeweils zweimal. Macht 4 Springloaded Shooter. Ist ein sehr, sehr cooles Spielfeature meiner Meinung nach. Aber die Umsetzung, wie man das auslöst, finde ich echt scheiße geregelt. Diese wunderschönen konstruierten Seitenpaneele können wir als ein Ganzes hier runterklappen. Da finden wir hier zuallererst einmal Ersatzmunition für unseren Springloaded Shooter. Und hier, das ist ein Läufer. In diesem Fall ist es ein Kashyyyk-Läufer, der hier so zusammengefaltet drin ist. Dieser kleine Kashyyyk-Läufer ist tatsächlich ziemlich gut im Minifiguren-Maßstab gehalten. Ja klar, und theoretisch könnten wir jetzt unseren Commander Gree mal nehmen und ihn daran setzen. So, wunderbar. Stud-Shooter vorne dran, sehr selbsterklärend. Das Ding können wir auch nach oben und unten bewegen, im Gegensatz zum Turret. Super Arbeit hier von Lego geleistet, finde ich. So, Commander Gree will eindeutig sich nicht vom Läufer lösen. Och, meine alter Schwede, ja, 1000 Einzelteile. Falten wir das Ganze wieder fachgerecht zusammen. Wenn ihr diesen Läufer dann wieder zerknüllt habt, kann auch wieder fachgerecht auf diesen kleinen Schienensystem dort in der Mitte raufgelegt werden. Der eine oder andere hat bestimmt schon dieses gelbe, ja, Zahnrad hier bemerkt. Da können wir drehen, ja, selbstverständlich. An einem Zahnrad kann gedreht werden und dann fährt dieser Aussichtsturm hoch. Zeige ich das jetzt mal aus der Perspektive. Da, so, und dann sind wir auch schon auf dem Maximallevel. Da oben können wir dann Commander Gree hinstellen, wen auch sonst. Wenn er dann welche gespottet hat, kann er auch wieder runtergefahren werden. Das kann mit dem Zahnrad erfolgen. Oder simpel, schlicht und schnell, zack, wieder unten. Ja, und jetzt hat Commander Gree natürlich das Problem, er kommt nicht so schnell wieder runter vom Panzer. Um gegen die Druiden trotzdem kämpfen zu können, kann er auch dieses sich drehende Geschütz hier bemannen. Ebenfalls 360 Grad drehbar und sehr leicht im Abgang. Und ja, ihr könnt hier eine Minifigur ranstellen, mache ich jetzt aber nicht, ansonsten fliegt mir das Ding noch 5 Mal ab. Der Sinn dahinter sollte auf jeden Fall klar sein. Hier nochmal der Henkel, weiter geht ja auch nicht raus, ist aber vollkommen ausreichend. Ja, der sitzt da ziemlich lose drinne, aber okay, die Ausbalancierung ist echt furchtbar, merke ich gerade. So, nochmal von weitem. Das ist die Ausbalancierung. Sehr vorderlastig auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nichts, was fliegen sollte. Es ist etwas, was fahren soll. Kommen wir nun zum Herzstück des Ganzen. Schrägstrich dem Ort, wo eigentlich alles gesteuert und gelenkt wird. Hier unten haben wir noch zwei große Zwillingsblaster. Die können wir nach unten und bis zu diesem Level anheben. Hier wieder die Details mit den Fenstern. Was ich auch ganz nett finde, sind diese beiden Lichter oder diese Scheinwerfer. Die haben wir nicht nur da unten, sondern auch da oben ganz unauffällig links und rechts. Was für Lego-Fans aber natürlich absolut auffällig ist diese offensichtliche Klappe hier. Die können wir hoch machen und diese Klappe können wir runter machen. Übrigens auch nur, wenn wir diese beiden Zwillingsblaster nach unten geklappt haben. Und da drin befindet sich eine Menge Staub. Hätte ich vielleicht vorher nochmal sauber machen müssen. Ja, sehr staubig. Rechts ein Lenkrad für den Fahrer und links nochmal einen Posten, wo wir noch einen Klon hin machen können. Falls ihr so fette Hände habt wie ich, könnt ihr auch das Ganze nochmal ein bisschen vergrößern. Zur Demonstration setze ich hier mal wieder Gree rein. So, machen wir das zu. Und dann geht's schon los. Dann darf er fahren. Führerschein bestanden. Let's go. Nein, halt. Handbremse noch. Jetzt. Jo, und im Groben und Ganzen war es das jetzt auch mit dem Klon-Turbo-Tank. Abschließendes Fazit dazu.
Es gab bessere Modelle, definitiv. Von dem, was es ist und für den Preis. Ja, okay, Lego muss nicht sein. Ihr konntet es auch schon mal besser. Sowohl vom Preisniveau als auch vom Spielniveau. Was mir am wenigsten gefällt, ist auf jeden Fall der Seitenaufbau mit diesen Springloaded Shootern hier und diesen Dingern hier. Und weil ich weiß, wie sehr ein das abfacken kann, gebe ich diesem Set auch nur 6,5 von 10 Punkten. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare schreiben. Lasst gerne eine positive Bewertung da und ein Abo. Würde mich sehr freuen und unterstützt den Kanal kostenlos. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.